Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Es ist mal wieder Zeit für ein Tippsvideo und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, wo die meisten von euch vielleicht irgendwie keinen Bock drauf haben, slash vielleicht auch so ein wenig Schiss davor. Heute geht es um 10 Tipps im Regen. Und zwar habe ich mir die letzten paar Tage mal so ein paar Gedanken gemacht, was wirklich wichtig ist und die möchte ich euch heute mal vorstellen. Tipp Nummer 1 auf meiner Liste, Vorsicht auf der Strecke. Damit meine ich natürlich sachte mit dem Gaspedal, frühzeitiger Bremsen, viel Shortshiften und den Lenkwinkel beachten. Ganz wichtig ist dabei, wenn ihr ein 50% Rennen fahrt, egal ob es jetzt am Anfang regnet, also beziehungsweise Interregen oder Full Wet, rate ich euch immer frühzeitig zu bremsen, mindestens 20, wohl eher Richtung 50 Meter, denn euer Auto ist voll, ihr bekommt Untersteuern, je nachdem, ob ihr mit ABS fahrt oder ohne. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr frühzeitig bremst, dann erwischt ihr auch den Apex, wenn es wiederum nicht der Fall ist, ja, dann fahrt ihr geradeaus, kriegt wahrscheinlich eine Strafe und das wollt ihr ja alle nicht haben. Tipp Nummer 2 auf meiner Liste, Aerodynamik anpassen. Nehmen wir jetzt mal an, ihr seid beim Italien Grand Prix in Monza beim Hochgeschwindigkeitskurs. Normalerweise fährt man im Trockenen einen 0-0er Flügel. Ich empfehle euch vielleicht 1-1, eher 2-2 zu fahren, damit ihr zumindest in den schnelleren Kurven ein bisschen Grip habt und natürlich nicht wegrutscht. Wichtig ist dabei, Folgendes zu machen, immer Front- und Heckflügel immer gleichzeitig anpassen. Immer 1-1, immer 2-2 oder was weiß ich. Macht nicht irgendwie 1-4 oder sowas ähnliches, weil dann ist die aerodynamische Ballast eures Autos nämlich komplett gestört und das Auto ist dann doch teilweise unfahrbar. Tipp Nummer 3 auf meiner Liste ist das Differential anpassen und damit meine ich natürlich mit dem Gaspedal. Ich rate euch auf jeden Fall, wenn es Starkregen gibt und zum Beispiel auf dem Red Bull Ring, dann würde ich euch empfehlen, das Differential 5% nach hinten zu stellen, denn wenn ihr nämlich zu hoch einstellt und sagen wir mal nicht shortshiftet, dann kann es durchaus mal sein, dass ihr die Strecke verkehrt herum erlebt und das wollt ihr natürlich nicht. Punkt 4 auf meiner Liste, die Frontbremskraftverteilung anpassen. Dabei rede ich davon von 50 auf 51%, dass wiederum die gesamte Bremslast wiederum einen ganz kleinen Ticken nach hinten verfrachtet wird. Ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt denken, ja Mike, 1%-Punkt, ist das wirklich so wichtig? Naja, bei mir hat es geholfen und vielleicht hilft es dir ja auch. Punkt 5 auf meiner Liste ist, die Fahrzeughöhe anzupassen, genauso wie die Aerodynamik. Eins vorne, eins hinten, wegen dem ganzen Wasser auf der Strecke, damit das Ganze nicht irgendwie problematisch für euch wird. Wenn ihr aber schon 11.4 als Beispiel habt, dann macht ihr 11.5 und dann hat sich die ganze Geschichte auch. Tipp 6 auf meiner Liste, Reifendruck auf Minimum stellen. Dabei muss man natürlich sagen, der weichste Reifen gibt natürlich auch den maximalsten Grip, natürlich auch den meisten Reifenabrieb, zumindest im Trockenen. Aber wiederum im Regen ist das eher, würde ich sagen, sehr, sehr gering, beziehungsweise bis gering und von daher braucht euch da keine großen Gedanken zu machen. Es sei denn, ihr pusht natürlich ziemlich hart, dann würde ich sagen, ja, dann müsst ihr euch schon ein klein wenig Gedanken machen, aber im Grunde genommen kann man sagen, der Reifendruck auf Minimum sollte euch keine Probleme bereiten. Tipp 7 auf meiner Liste, viel mit dem Renningenieur kommunizieren. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der schon in 2021 ziemlich interessant war. Nehmen wir jetzt mal an, ihr habt ein Trockenrennen oder ihr habt ein Interrennen, wobei es dann wiederum zu Starkregen wird oder andersherum. Ich rate euch auf jeden Fall pro Sektor einmal mit Mark, nicht Jeff, mal anzufunken und nach dem Wetterbericht zu fragen. Und sollte er sagen, dass die Full Wets und Inters etwa similar Pace haben, also ich habe es auf Englisch gestellt, dann rate ich euch sofort reinzufahren. Tipp 8 auf meiner Liste, Reifentemperatur beim Start beachten. Wichtig ist dabei, wenn ihr einen Interwetter-Start habt oder einen Full Wet-Start, dann bringt die Full Wets auf etwa, sagen wir mal, 70 bis teilweise 75 Grad, weil sie am Grid noch abkühlen. Was die Inters angeht, sogar 75 bis 80 Grad. Im Rennen selber kann ich euch sagen, Full Wets, die arbeiten bis etwa 68, sagen wir maximal 70 Grad. Und was die Inters angeht, 78 bis 80 Grad. Das solltet ihr auf jeden Fall bedenken. Tipp 9 auf meiner Liste, Reifen hin und wieder auch mal kühlen. Denn wenn ihr richtig hart am Pushen seid, weil ihr zum Beispiel zwei Leute irgendwie, sag ich jetzt mal, im Heck habt oder zwei sogar vorne habt und die wollt ihr jagen, dann sorgt es natürlich dafür, dass, auch wenn es dann halt nicht am Regnen ist, dass die Strecke hin und wieder abtrocknet. Und die Inters und die Fullwets, die sind natürlich dann am Überhitzen. Deswegen fahrt öfters mal neben die Ideallinie auf die ganzen Wasserflächen, um die Reifen zu kühlen und unter anderem auch den Windschatten zu brechen, falls zwei hinter euch sind. Und Punkt 10 auf meiner Liste,
natürlich weg von den Randsteinen. Ist ja klar, im Regen sind sie slippery, also sind sie rutschig. Und wenn das passiert, ja, dann kann es möglicherweise sein, dass ihr wegrutscht, dass ihr eine Position verliert, dass eure Qualifikationsrunde im Eimer ist oder im schlimmsten Fall, dass ihr sogar DNF geht. So, liebe Community, diese 10 Tipps kann ich euch mit auf den Weg geben. Bemerkt bitte, diese 10 Tipps haben mich im Regen auch schneller gemacht. Ich weiß, viele von euch haben sicherlich keinen Bock oder auch ein bisschen Schiss davor, im Regen zu fahren. Keine Sorge, versucht euch daran, aber denkt daran, trainiert nicht nur im Time Trial. Geht in den Grand Prix-Modus, haut euch 60 Kilogramm Sprit rein, fahrt Inters erstmal 10 Runden, fahrt Fullwet 10 Runden, dann sollte das Ganze auch klappen. In diesem Sinne, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne den Kanal supporten, Like, Abo, was euch lieber ist. Und dann sehen wir uns schon am Wochenende wieder, genauer gesagt am Sonntag um 10 Uhr, MXL1 Liga-Renn-Highlight-Videos aus Austin, Texas zum US Grand Prix. Ich kann euch schon mal so viel sagen, das Rennen war bekloppt. Aber dazu dann am Sonntag mehr. Dann würde ich sagen, macht es gut, bis zum nächsten Video und ciao.